Hallihallo, wir sind wieder auf der Hopfach und wir kommen so langsam, aber sicher in den Juni-Endspurt. Ja, wir haben hier noch die Mission hier zu beenden. Wir haben noch eine Düngemission laufen. Und dann war es das mit der Arbeit im Juni. Wir hätten zwar noch ein paar Missionen, die wir machen könnten, aber ja, aber was wollte ich sagen? Keine Zeit. Keine Zeit. Wir müssen hier gucken, dass wir das hier jetzt schaffen. Und dann werden wir uns so langsam aber sicher Richtung nächsten Monat aufmachen. Wir können dann rein theoretisch noch ein bisschen aufräumen am Hof. Das wäre zum Beispiel eine Option. Wir können unser neues Lager einmal, Lager sage ich schon, den neuen Unterstand bestücken. Das wäre noch eine Option, die wir machen können. Gut, wir haben gleich noch die eine Düngemission zu machen. Das ist noch wichtig. So. Aber erstmal hier eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ich bin schon am Überlegen, ob wir uns gleich noch einen Unterstand kaufen. Weil ich meine, der kostet 50.000, wenn mich nicht alles täuscht. Das könnten wir uns mit Abschluss der beiden Missionen leisten. Dann sind wir zwar vermutlich im neuen Jahr pleite, aber egal. So. Dann würde ich sagen, wir springen mal kurz hier rein, laden den ab, den Drescher. Und dann können wir den nämlich hier losschicken nach Bollinger, damit der einmal ablädt. So, lass uns mal kurz gucken. Die Unterstände. Ich weiß jetzt gar nicht. 60.000 kostet der. 60.000. So, war es das schon? Sicherheitshalber nochmal nachgucken. Jo, der ist leer. Das heißt, wo haben wir denn hier einen Weg? Weil wo haben wir einen Weg, der Autodrive hat? Hier zum Beispiel. So, dann fährst du dahin und danach kommst du zu mir. So, dann bauen wir den einmal auseinander. Und lassen den dann dementsprechend auch nach Hause fahren. Und wir kümmern uns um das letzte Feld, das noch gedüngt werden muss. Hier. Ja, da sind wir jetzt nicht direkt dran, wie man sieht. Da gab es keinen Autodrive-Punkt. Ja, komm, dann fahren wir einfach mal schnell hier hinten rüber. Das müsste ja das Feld hier sein, ne? Das blinkt hier. Passt. So. Schieben das mal einigermaßen hier rüber. Ja, und dann fangen wir einfach an zu düngen. Wir sehen ja nachher, wo was fehlt. So, Tempomat rein. So, mit dem Kollegen fahren wir dann zum Shop.
weil der dann gleich mal Nachschub holen kann. Gut, das heißt, wir werden die Halle nicht kaufen jetzt. Ja gut. Wäre zu schön gewesen, aber egal. So, hier fehlt dann einfach ein bisschen was am Rand. Das geht aber alles auch so. Zum Abschluss bringen werden wir das schon irgendwie schaffen hier. Ja, Kompost. Wir lassen die Gewächshäuser jetzt einfach dann auch mal leer laufen. Da jetzt noch mal groß auffüllen, wird auch ein bisschen anstrengend. Und so viel Kompost haben wir auch noch nicht wieder produziert, deswegen lassen wir das sein. Ups. Dann wird unsere Arbeitsliste für den kommenden Morgen dann zwar sehr lange werden, aber dann können wir ordentlich reinhauen. So, wir sind gut dabei, muss ich sagen. So, nur nicht hier runterfallen. Nur nicht abstürzen. Aber da müssen wir gleich mal gucken, an welchem Eckchen noch ein bisschen was fehlt. Dann tun wir das kurz nachstreuen und fertig. So. Einmal hier, dann machen wir da oben das Eckchen. Wie viel haben wir? 82%. Ja, gut. Ist jetzt nicht so. Hier, gut, hier haben wir. Ja, mal gucken. Machen wir hier einmal. Gut, das ist weg. Und dann geht es hier unten noch einmal rum. Und dann sollten wir eigentlich die 100% erreicht haben. Ja, wir sind bei ja, 93. Ja, komm, 96. Schaffen wir. Fertig. So, Shop ist eingestellt. Das passt. Dann gucken wir gleich mal, wo unser Abfahrer steckt. Der kämpft sich noch irgendwo hier den Berg hoch. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal an, hier ein bisschen aufzuräumen. Wir nehmen erstmal die großen Geräte. Das heißt, die Sämaschine, der Grubber und solche Sachen packen wir jetzt erstmal hier in den Unterstand. Bekommen wir halt nur vier Geräte drunter, aber das reicht, denke ich mal. Weil da haben wir halt noch Platz für ein paar mehr von den Dingern.
Dann haben wir hier einen relativ modernen Hof gebaut. So, guck mal, da haben wir das. Dann kommt als nächstes der Gruber. Ups, halt, falsche Taste. Da wollte ich aufs Ankurbeln drücken und bin aufs nächste Fahrzeug gesprungen. Nee, 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 nee. So. Was passt denn da jetzt noch rein? Ladewagen. Ja, Ladewagen und Mulcher. Dann haben wir den ersten Schwung quasi aufgeräumt. Ja. Du wirst doch wohl das Ding hier ziehen können. So, dann hoffen wir mal, dass der Abfahrer bald da oben angekommen ist beim Bollinger, damit wir die nächste Mission auch noch abschließen können. Keine Ahnung, warum der das Ding hier nicht so wirklich gezogen bzw. geschoben bekommt. Oh ja. Aber wir haben es immerhin reinbekommen hier. So, dann kommt der Ladewagen noch weg. Weil wir haben ja dann auch nächsten Morgen wieder hier einiges an Paletten zu fahren, denke ich mal. Das heißt, da müssen wir schauen. Dass wir da dann noch was tun. Vielleicht können wir ja gleich noch mal ein bisschen Wasser fahren. Das wäre doch eine Option, dass wir die Gewächshäuser schon mal mit frischem Wasser versorgen. Weil noch haben wir ein paar Minuten Zeit. Wir können ja gleich mal schauen, wo der Fendt ist. Der ist unterwegs. Gut. So. Den stellen wir auch einfach mal da hinten auf die Fläche. Ist ja jetzt hier genug Platz. So. Ja, gut. Der eigentlich nicht, der bekommt die Ballenpresse wieder dran. Ja, dann stellen wir den auch hier hin. Neben den Drescher. So, genau, Wasser. Dann fahren wir noch ein wenig Wässerchen.
So, wie schaut das denn hier aus? Okay, Wasser ist voll. Hatten wir das erst gemacht? Kann das sein? Ich weiß es. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber so wenig wie da reingegangen ist, dürfte das noch nicht lange her gewesen sein. Ja gut. Das war nicht so gut gezielt. So will das hier nicht. Hallo? Ich will doch nur hier abladen. Wasser, Wasser. 99, 92. Müsste eigentlich reingehen. Na gut, wenn es nicht will, aber es ist eh fast voll. Ja gut, dann lassen wir das auch. So, Bollinger. Brauchst immer noch... wo steckst du denn? Lass uns das mal kurz auf der Karte angucken. Gucken wir mal, wo du bist. Du bist hier und du musst, glaube ich... Ne, das ist die Hühnerfarm. Ach ne, ich habe die Abladestellen und Missionen ausgemacht. So, komm. Dann lass uns da mal kurz rein. Das müsste hier vorne auf der linken Seite sein. Schauen wir mal, dass wir hier das Zeug losbekommen. Genau, hier ist dieser Hof und hier ist der Bollinger. So, damit bekommen wir jetzt noch mal ein bisschen Geld. Hoffe ich doch mal. Ja, ein wenig. So, dann kannst du mir jetzt auch ganz gemütlich nach Hause fahren. Wir kassieren unsere beiden Missionen hier und sind bei 62.000 Euro. Okay, gar nicht mal so verkehrt. Boah. Wir haben eigentlich nichts mehr zu tun. Dann würde ich nämlich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und dann sind wir auch im nächsten Monat. Da ist der Juli angebrochen. Also schaut wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und sage tschüss, ciao und bis dahin.